Hier wird ja wirklich ganz bewusst eben die Menschheit getäuscht. Und daraus ergibt sich aber auch die Frage, warum wird die Opposition, wie zum Beispiel die AfD, in diesem Land, in Deutschland, mit den Mitteln eines Stasi-Staates bekämpft? Das sind ja die Mittel. Wir denken an diese Denunziationsplattform, die man gerade einrichtet. Und dann hier auch noch die Brandmauer-Diskussion zu führen, gegen die AfD Millionen von Wählern auszuschließen, das muss man sich mal vorstellen, ist zutiefst undemokratisch. Ich möchte das einfach nochmal betonen. Die Brandmauer-Diskussion und per se Millionen von Wählern auszuschließen, ist undemokratisch und passt nicht in eine demokratisch geführte, pluralistische Gesellschaft, wo wir uns über Meinungen offen austauschen dürfen und auch müssen. Das ist unser Auftrag. Und man kann nicht dahin gehen und andere Meinungen per se verteufeln und diese Menschen ausschließen. Das ist Ausgrenzung und ist mit unserer Verfassung nicht vereinbar. Und die Antwort ist relativ einfach, weil die Täter in der Regierung genau wissen, dass nach einer politischen Wende die Zeit der korrupten Einkommen vorbei ist. Wir reden ja jeden Tag darüber, wir können auch darüber reden, weil es ist ja alles bewiesen. Ob wir nun den Clan sehen von Habeck oder was in der EU läuft oder wer da als Bundeskanzler agiert und in wilde Kreuzfeuer geraten ist. Und die Bürger werden aufgebracht sein. Wir stellen Ihnen jetzt einfach mal ein paar Eckpunkte vor, wie wir dieser deutschlandweiten Misere begegnen können. Denn vielleicht einmal zum Grundsätzlichen, man hat mittlerweile das Gefühl, dass es dieser Regierung nicht schnell genug gehen kann, dieses Land platt zu machen und vor die Wand zu fahren. Es sind völlig irrsinnige Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Und wir sehen von dieser Regierung überhaupt gar keine Lösungsperspektiven. Warum senken wir nicht die Grundsteuer? Warum schaffen wir nicht die CO2-Abgabe ab? Aber man muss sich auch vorstellen, jetzt gerade, wo die gesamten Energiekosten durch die Decke gehen und die gesamte Bepreisung für die Gesamtbevölkerung der deutschen Unternehmen, kommt diese Entschuldigung, ich muss das einfach so sagen, diese irrlichternde Bundesregierung von wirklich, die so grün und links ist, die FDP sollte sich in Grund und Boden schämen, dass sie der Steigbügelhalter für so eine grüne linke Regierung ist, die wirklich nichts anderes zu tun hat, als dieses Land in Rekordgeschwindigkeit zerstören zu wollen. Wenn sich dieses morphogenetische Feld der Erkenntnis immer mehr durchsetzt und ich vermute, der Zeitpunkt ist nicht mehr sehr weit und dann wird man die entlarvten Politikmarionetten, und ich meine die, die sich jetzt angesprochen fühlen, aber vermutlich auch bestimmte Oligarchen ganz oben ihre Jobs und ihre Position aberkannt bekommen, nämlich von den Menschen. Die Bürger könnten dann zum Beispiel die gesamten unverdienten Pensionen von öffentlich Bediensteten streichen, ihnen alle Privilegien wegnehmen, die Leistungsträger, das sind die Steuerzahler, bisher ja bezahlen mussten. Die Bürger können weltweit aufbegehren und den NGOs, den Parteistiftungen, der Antifa und anderen Subventionsjägern alle Gelder enteignen, das ja allein die Steuerzahler bisher aufbringen mussten. Und dann könnte man den Steuerzahlern das Geld zurückgeben. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Deindustrialisierung Deutschlands sofort zu stoppen, sollten wir in der Regierungsverantwortung sein. Die Energiekosten sind deutlich zu hoch. Aus dem Grunde würden wir sofort das EEG kassieren. Wir werden auch weiteres tun. Wir werden dieses unsägliche Öl- und Gasheizungsverbot werden wir kassieren, und zwar sofort. Wir werden auch kassieren, dieses völlig unnötige, politisch gemachte, ideologisch herbeigeführte Verbrennerverbot. Dieses Verbrennerverbot, gegen das sich ja niemand wehrt, das wurde fairerweise eingeführt von der EU in der letzten Legislatur, als Angela Merkel, die CDU, noch das Sagen hatte. Sie hat keinen Widerspruch im Deutschen Bundestag geäußert. Das waren nämlich nur wir als AfD-Fraktion. Ich erinnere an die Abstimmung im Jahr 2018 und auch unseren Antrag. Dann vermute ich im ganzen Land, wenn so etwas wäre, eine echte Aufarbeitung durch Untersuchungsausschüsse,
die auch den Namen verdienen, oder nationale Prozesse, wie es ja übrigens auch nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Täter gegeben hat. Das sind ja hier ähnliche Strukturen. Es geht nicht um das, was gemacht wird, es geht nur um die Grundstruktur. Alle Punkte würden dann auf den Tisch kommen. Dann die Ich-habe-mitgemacht-Hetze, den Impfzwang durch Druck, die Migrationsflutung, das Verschleudern von Steuergeldern in aller Welt bis zur Sprengung von Nord Stream 2, Cum-Ex-Zensur, Cancel Culture, Klimaagenda und so weiter. Auch die CDU geriert sich als Oppositionsverweigerer und dementsprechend ist auch dort keine Lösung zu erwarten. Völliger Irrsinn, was hier gemacht wird. Die CDU ist völlig unglaubwürdig geworden. Ich unterstreiche noch einmal, die CDU ist ein Oppositionsverweigerer und hat genau diesem Wahnsinn, der gerade möglich ist, Tür und Tor geöffnet. Und wenn das alles aufgearbeitet ist, dann beginnt irgendwann, das wird noch einige Jahrzehnte dauern, ein Wiederaufbau. Aber das wird kommen. Natürlich mit veränderten Bedingungen, denn viele Fehlleistungen sind nicht mehr reversibel. Die Einwanderung kann man nicht mehr zurücknehmen. Das wird ein anderes Land werden. Wenn wir in der Regierungsverantwortung sind, werden sofort Sachleistungen für Migranten und Flüchtlinge eingeführt. Sie können und dürfen keine Geldleistung mehr beziehen. Das ist die erste Maßnahme. Dann, wie es Herr Chrupalla auch gesagt hat, effektive Grenzsicherung. Uns wurde damals erklärt, ach, die Grenzen sind zu groß, sie sind zu lang, vorwärts, rückwärts, zu uns kommen nur Raketenwissenschaftler und Goldstücke und Fachkräfte. Das ist ja jetzt Jahre später mitnichten der Fall. Unsere Grenzen sind immer noch nicht gesichert. Plötzlich hat im Übrigen die CDU, die dort eine unsägliche Rolle spielt, das Thema für sich entdeckt. Früher, als ich noch Wahlkampf 2017 gemacht habe, vor dem Ersteinzug der AfD in den Deutschen Bundestag, habe ich genau das noch und nöcher gefordert und habe auch auf die Risiken hingewiesen, wenn wir nicht wissen, wer in unser Land kommt. Und damals wurde mir dann noch entgegengehalten, vor allen Dingen von CDU-Vertretern, von allen Funktionären, warum, also unsere Grenzen sind ja viel zu lang, die kann man gar nicht sichern. Was für ein Blödsinn! Die Bundespolizei stand damals schon bereit, sie hätte eingesetzt werden können und Frau Angela Merkel, unsere erste grüne Bundeskanzlerin, hat ja genau das per Dekret verhindert. So, und jetzt haben wir die Leute nun mal hier, ne, in den Worten von Angela Merkel, jetzt sind sie nun mal da, das muss man sich mal vorstellen, wie unverantwortlich das ist. Und Merzel, Herr Merz, entdeckt plötzlich das Thema und kommt dann irgendwie so lasch daher mit, ach, jetzt müssen wir aber doch mal die Grenzen kontrollieren. Aber vor diesem Szenario, dass die Bürger wach werden, da hat die heutige selbsternannte Elite eiskalte Angst. Und das ist der tiefere Grund für ihre gesamten Stasi-Methoden, die wir zurzeit haben. Die pure Angst. Und ich halte diese Angst tatsächlich für berechtigt. Vielleicht noch eins, wo wir gerade beim Grundgesetz sind. Wir fordern vor allen Dingen auch, steht auch mit bei unserem Sofortprogramm, endlich mal dieses ganze Corona-Maßnahmen- und Impfchaos aufzuarbeiten. Wo werden diese Leute, die das verbockt haben, eigentlich zur Verantwortung gezogen? Und man kann das doch gar nicht mehr leugnen. Wir haben so viele Impfnebenwirkungen, die jetzt zutage treten, geschädigte Leute. Das war ein Eingriff. Das war ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, die verfassungsrechtlich verankert ist. Und in dieser Situation, und da bin ich nochmal bei der FDP, die im Übrigen vor Einzug in den Deutschen Bundestag 2021 hat sie Wahlkampf gemacht gegen eine Impfpflicht. Und zack, sitzt sie in der Regierung, ein paar Tage später war sie plötzlich dafür. Das muss man sich mal vorstellen, wie unlauter das ist. So, und auch Herr Lauterbach, aber auch ein Jens Spahn, die müssen Verantwortung übernehmen für das, was sie hier getan haben. Und darum kann ich Ihnen sagen, mit der AfD in der Regierung wird es niemals so etwas geben wie eine Impfpflicht. Niemals. Das würde uns niemals einfallen. Und wir sind für eine lückenlose, völlig unideologische Aufklärung von diesem Skandal, die dort in der Vergangenheit passiert sind, von den Drangsalen, wirklich, also von der Drangsal der Menschen, Ausgangsverbote, de facto Zwangsimpfungen. Das ist etwas, was auf den Tisch gehört
Und mit uns wird man das nicht aussitzen können. Ich bedanke mich herzlich. Wir dürfen eines nicht sehen. Wir haben eine hervorragende Entwicklung durch diese völlig verfehlte Corona-Politik, die den Menschen gezeigt hat, was sich hinter den Masken der Politiker und der eigentlichen Machtstrukturen befindet. Reines Weltmachtbestreben, Unterdrückung und dann eben halt Reservate oder Massenmenschenhaltung, wo die Leute weggesperrt werden. Und das nennt man dann 15-Minuten-Städte. Das erkennen die Menschen. Und dieser Rausbruch aus diesem normativen Verhalten, der ist deutlich zu spüren. Und immer mehr Gruppen, die kleiner sind, aber intensiv sind, die bilden eine enorme Gegenkraft. Und dieses morphogenetische Feld steckt dann auch irgendwann die Masse an.